Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Black Mesa. Black Mesa ist ein Half-Life 1 Remake, der komplett kostenlos ist. Die einzigen Sachen, die man benötigt, sind genügend Speicherplatz auf der Festplatte und das Source Mod SDK. Source Mod SDK downloadet sich, zumindest was bei mir so, automatisch nach der Installation von Black Mesa. Und ich denke, das war genug Gerede. Lasst uns beginnen mit einem neuen Spiel. Kapitel 1. Nach Black Mesa. Spiel starten. Ladedaten. Spiel starten. Ladedaten. Spiel starten. Ladedaten. Okay. Bum, bum, bum. Black Mesa. Nach Black Mesa. Forschungsanstalt Black Mesa, Black Mesa, New Mexico. Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. This automated train is provided for the security and convenience of the Black Mesa Research Facility personnel. The time is 8:47. Es ist 8:47 Uhr. Wir sind in einem Zug auf dem Weg zu unserem Arbeitsplatz. Eine Computerstimme labert uns voll. Ich muss sagen, ich habe Half-Life 1 beziehungsweise irgendeinen Half-Life oder Half-Life 2. Ich habe noch keinen von den beiden gespielt, also ich spiele es sozusagen blind. Natürlich habe ich schon Videos gesehen und so weiter. Aber gespielt selber habe ich es noch nicht. Also ich hoffe, ich kacke hier nicht komplett ab, aber ich habe schon mal CSS gespielt und so weiter, aber... Ladedaten. Aber Half-Life noch nie. Nur Videos, wie gesagt. Ladedaten. Ja. Dum, 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 dum. So, weiter geht's. Mal sehen, was uns hier erwartet. Scheint ein ganz normaler Tag zu sein. Wir fahren zur Arbeit, wie gesagt. Wir, es sieht aus, als wären wir ein Wissenschaftler. You must report to Black Mesa personnel for processing before you will be permitted into the high security branch of the transit system. Ich höre gerade der Frau da zu. Der Computerstimme. Eine Sekunde, ich habe doch eigentlich die Untertitel eingestellt. Moment. Tut mir leid, wenn ich jetzt hier gerade so blöd in den Einstellungen rummache. Aber ich habe doch die Untertitel aktiviert. Dum, dum, dum. Komisch. Oh, oh. Due to the high toxicity of material routinely handled in the Black Mesa compound, no smoking, eating or drinking are permitted within the Black Mesa Transit System. In dem Zug ist nicht gestattet Essen, Trinken oder sonstiges. Hier sieht man auch nochmal, wir sind in der Wüste von New Mexico. In der Black Mesa Forschungsanstalt. 8:47 Uhr, mittlerweile wahrscheinlich 8:50 Uhr. Please keep your limbs inside the train at all times. Do not attempt to open the doors until the train has come to a complete halt at the station platform. Alle Arme und Beine im Zug lassen und nicht versuchen auszusteigen, bevor der Zug hält. Disabled personnel should be evacuated first.
Please stay away from electrified rails and proceed to an emergency station until assistance arrives. Security, bitte die Tür oder das Tor aufmachen. Ja, du, mach das Tor auf, ich will zur Arbeit. Danke. Und jetzt sind wir drin. Auf jeden Fall gut gesichert, die Forschungsanstalt hier. Auf jeden Fall. Ladedaten. Schon wieder. Okay. Ah, da geht's weiter. Okay. Auch schön links und rechts gucken, dass kein... nichts von links oder rechts kommt. Person Gordon Freeman, männlich, 27 Jahre. Das sind wir. Ausbildung PhD, MIT, theoretische Physik. Ganz schön gut gesichert. Position Forschungsassistent. Aber für den Arbeitsplatz Labor für anormale Materie. Also für den Anfang, der erste Eindruck ist schon mal verdammt geil. Also die Mod ist richtig gut gelungen. Ich habe ja Sicherheitsstufe Level 3. Also ich habe schon Bilder gesehen von Half-Life 1 und wie gesagt Videos, aber Black Mesa, die ganzen Texturen, das sieht sowas von verdammt geil aus. Verwaltungskontakt geheim. Wow. Katastrophenanmelde-Priorität nach eigenem Ermessen. Katastrophenmelde-Priorität natürlich nicht anmelde. Oh. Wow. Alter. Richtig gut gesichert ist diese Forschungsanstalt auf jeden Fall. Anomale Materie und sowas. Wer weiß, was alles zum Anomal... was alles zu anomalen Materien zählt. Aber wenn es etwas ist, kommt es hier nicht raus. Was es auch ist, es kommt hier nicht raus. Der Sound gerade. Wow. Bling. Also der Mod ist richtig gut gelungen. Oh, das sieht jetzt nicht so gesund aus. Sieht ein bisschen radioaktiv aus. Oh. Oh. Die haben ein Problem, würde ich sagen. Achso, ja, okay, da kommt der Roboter schon, um sie zu retten, wahrscheinlich. Hoffentlich. Okay, wir sind angekommen. Am Sektor C, ja, da kommt jemand, um uns rauszuholen hier. Hallo, Hilfe. Ruf Mare bitte, lade Daten. Lade Daten. Ja. Dim, 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 dim. Morning, Mr. Freeman. Looks like you're running late. Kann sein. 8.47 Uhr beginnt meine Schicht normalerweise, aber ja gut, dann bin ich schon zu spät. You know, Barney's been pretty scarce around these parts. Guess his bar tab must have finally caught up with him.
0090. Mhm. Ja, bis später dann. Kann man ja so einen Kaffee trinken oder so später vielleicht. Oh man, you cut the ponytail. Okay. Danke. Bis dann. Anomale Materie. Mach ich. Hey, Mr. Freeman. I had a bunch of messages for you, but we had a system crash about, I don't know, 20 minutes ago and I'm still trying to find my files. Okay. Just one of those days, I guess. Vielleicht kann ich helfen. They were also having some problems down in the test chamber too, but I think that's all straightened out. They told me to make sure you headed down there as soon as you got into your hazard suit. Na? Ah ja, ich sehe schon. Du musst da Steuerung C, Steuerung V. Try hitting Control Alt Delete. Ja, oder so, vielleicht geht das ja. Oh, sorry. Ah, Bluescreen, du hast kaputt gemacht. Toll. Herzlichen Glückwunsch. So, wo müssen wir hin? Darunter. Research, anomale Materienlabore. Da müssen wir anscheinend runter. Zu unserem Arbeitsplatz. Mhm, moderner Arbeitsplatz. Good morning, Dr. Freeman. Morgen. But the thermal protection system seems to be online now. Those TPS reports have gotten progressively worse. Hard to find good help these days. Mhm. Yes, about that. We're going to need you to come in this weekend. What? I've already made plans. Oh, don't worry. You can always attend the next convention. Oh, ja, da muss er am Wochenende wohl arbeiten. Oh, would you look at that? Freeman actually did show up for work this morning. Looks like somebody here owes me lunch. Good morning, Freeman. Die haben gewettet. Aha. Die haben gewettet, ob ich da, ob wir dieses heute zur Arbeit kommen. Kann sein. Good morning, Gordon. Morgen. Hallo? Hallo? Okay, da kommen wir nicht rein. Gehen wir wieder raus. Und du musst ja arbeiten am Wochenende. Weren't you supposed to be in the test chamber half an hour ago? Ah ja, klar, klar. Ich mache mich schon mal auf den Weg. Beziehungsweise... Unerklärliches Geplauder. Unverständliches Gebrumme. Ich synchronisiere das jetzt einfach mal. Ja, hallo, ich bin auch da. Was? Was soll das denn? Alter. Nehme ich einfach... Ah ja. Haben die mich einfach... Ja. Die Rollos runtergemacht. Got the wrong airlock, Mr. Freeman. You know I can't let you through here. Oh. Sicher. Klar. Zusammenhangloses Gemurmel. Na? Und was geht hier so? Mhm. You forgot to carry the two. Or was it the three? Zwei. Ich glaube, das war die zwei. Hier muss man mal ganz kurz noch was korrigieren. Da muss man noch was korrigieren hier, Moment. So, 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 und... Gut, das war's. So. Ja, ja, sieht gut aus. Weitermachen. Hm. Der erzählt uns gerade was, aber ich bin jetzt einfach mal weggelaufen, weil... Ja. Gehen wir mal hier runter. So, was gibt es hier? That experiment is single-handedly over-inspiring my career in science. How much recognition do you think you're going to get for reproduction, though? You should focus on inventing something new and unique. He does have a point. Oh, but this is more than replication, I assure you. For one, it shows how far our field has come since the original study was published, and to say nothing of the...